Willkommen zurück bei Elder Scrolls Online. Wir arbeiten gerade für die Dunkle Bruderschaft und suchen nach dem Gildenmitglied Hildegard. Und in der letzten Folge waren wir hier in der Kathedrale. Da haben wir erfahren, dass er mit einem Kantor gesprochen hat und dann unter Tränen davongelaufen ist. Jetzt befinden wir uns hier. Und ich nehme an, sie bringt uns gleich nach Himmelsrand, wo sie wahrscheinlich zurückgegangen ist. Entschuldigt, dass ich euch für dumm verkauft habe. Aber ich wollte nur meine Passagieren schützen. Diese Raufbolde vom Silbermorgen kamen kurz vor euch vorbei und fragten nach ihr. Zu ihnen habe ich auch keinen Ton gesagt. Sagt mir einfach Bescheid, sobald ihr bereit seid, nach Himmelsrand zu gehen. Wir sind nun bereit zum Aufbruch. Dann springt in den Wagen und lasst uns losfahren. Ich bringe euch so schnell ich kann dorthin, ohne dass mir ein Rad herausspringt. Nun, zumindest nicht mehr als eins. Ja, wenn der Silbermorgen Jagd auf eure Freundin macht, stellt ihr euch besser auf einen Kampf ein. Ich bin immer bereit für einen Kampf. Dann mal los. Ich denke nicht, dass ich nach Rift oder Ostmarsch komme. Holzfällerpfad durch die Jeralberge. Dieser gelüfteten Gipfel der Jeralberge trennen Cerodhil von Himmelsrand. Es führen einige Pfade hindurch, über die sich Holzfäller und Fallensteller tief ins Hinterland wagen. Klingt so, als wäre das die Umgebung Suchen wir nach Hilde, aber bleibt wachsam. Im Wald wimmelt es sicher von Jägern des Silbermorgens. Nee, es ist einfach eine eigene Zone. Okay, es soll mal recht sein. Bogen ist, glaube ich, eine gute Idee gerade. Dann sollte ich mich... Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen hatte. Ich sollte Gift verwenden. Das habe ich nicht gemacht und das war eines der Bonusziele bei meinem ersten Kontrakt, genau. Aber jetzt tun wir Gift rein. So, Lebensverwüstung. So. Ich nehme mal an... Ah ja, genau. Okay. Interessant. Wir befinden uns also rein technisch betrachtet gar nicht mal weit weg von Rifton. Und Helgen wäre ungefähr hier, denke ich, wo man in Skyrim wo Skyrim normalerweise beginnt, wenn man keinen alternativen. Meiste was? Achso, das ist ein Mitspieler. Wenn man keinen alternativen Start macht. So, und was ist? Ich hab nicht gedacht, dass der mich angreift. Ja, ja, und nur hättest du mir nicht in Ruhe gelassen. Silbermond, Jägerstab in einem wilden Kampf. Jo. Sieht so aus, als ob Hildegard sich wehrt. Aufrecht. So, will ich da den Weg nehmen? Will ich das oder will ich das nicht? Sieht gut aus. Im Moment. Ich weiß nicht, ob das der vorgesehene Weg ist. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Da ist irgendein Lager. Oh. Ich sehe die Bärenfalle noch und ziehe nicht die richtigen Schlüsse draus. Läuft wieder super nach Plan. Schleichen. Silbermorgenkriegerin. Tja, ich schätze, du lässt mich da nicht ungerupft durch, ne? Obwohl, doch, die kann ich umgehen. Ich muss ja nicht alles töten. Besiegt den Silbermorgen. Okay. Das ist also ein klassischer Kampf, kein Gemäute. Interessant, ich dachte, ich bin allein in der Zone. Na, dann lasse ich mir nicht rum. Und ja, flieg. Oh, guck den gar nicht. Gut.
folgt mich und ich sage euch, wo der Werwolf ist. Wir haben ihre Spur nach Süden verfolgt. Okay, das wollte ich wissen. Der hat genug. Sehr schön. Kluger Mann, nach Süden. Hä? Wohl in die Richtung. Dieses Gebäude haben sie ja bestimmt nicht umsonst hingestellt, die Programmierer. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Grüße. Entzündet es! So, du. Und tschüss. 22 Gold, nicht schlecht. Ich habe schon Bosse gelegt, die weniger getroffen haben. Schleichmodus. Hallo, Schleichmodus. Und tschüss. Ich dachte, der hat da irgendwas vor sich liegen, was ich mal anschauen sollte, aber da ist nichts. Der hat nur Spuren gelesen. Und tschüss. So, nächster. Den Weg auskundschaften. Na komm, dreh dich um. Sei lieber Bösewicht, obwohl eigentlich wehren die sich nur gegen die Assassinen, ne? Irgendwie ist das ja durchaus verständlich. Eieieiei, ein Gemetzel. Krass. Das sieht mir nach einem Ziel aus, ja. Ich schau mal, ob ich da auch rum kann. Nicht immer den offensichtlichsten Weg gehen. Na gut, hilft nichts. Dann eben so. Komm. So, das tut sicher weh, aber... So, ein bisschen Magika. Hast du es hinter dir? Ja, die haben schon was drauf, die Viecher. Die sind nicht schlecht beieinander. Wieder schleichen. Also irgendwo hier hätte ich eigentlich Hildegard vermutet. Dann mal da reingehen. Waldrick. Ich glaube, dem tue ich nichts. Ja. Der tut mir auch nichts, also lasse ich ihn auch in Ruhe. Was ist das denn? So eine Art Tür. Kein Keller, nichts. Ich habe jetzt echt gedacht, es spielt bestimmt später noch eine Rolle. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Programmierer das zum Spaß dahin gebastelt haben. Aber ich sollte doch nach Süden, oder? Spürt weiter Hildegard Spuren. Na gut, dann bleiben wir mal im Süden. Die Türme. Ja, da war ich doch. Dem sind wir doch. Den haben wir doch. Nee. Nee, haben wir nicht. Das war ein anderer. Und tschüss. Jo. Wie gesagt, ich habe geübt mit der Klinge. Und deswegen klappt das jetzt auch besser. La-di-da-da-da-da.
Nein. Ah. Ich muss nur an dem vorbei. Komm. Wehr dich nicht. Lass es einfach. Bringt ja eh nix. Und da oben irgendwas? Irgendwie bin ich genauso schlau wie vorher. Andererseits sieht das hier schon irgendwie... Ja. Wölfe und Werwölfe. Schauen wir uns das an. Die waren hier nur auf der Jagd. Erledigt. Eine Reh, okay. Werwolf. Ich bin Hilde, dein großer Bruder. Beruhige dich. Wir sind hier, um dir zu helfen. Erinnere dich daran, wer du bist. Das ist gut, kleine Schwester. Sehr gut. Nun atme. Entspanne dich. Also, falls ihr Hildegard suchen solltet, die befindet sich hier. In der Nähe von dem Punkt, wo ihr reingekommen seid. Ich wollte keine Ärger verursachen. Ich wollte nicht, dass Kor und ihr in Gefahr geratet. Warum seid ihr nicht in die Freistadt zurückgekehrt, Hildegard? Das wollte ich ja. Aber der Kantor meinte, ich müsste fliehen. Er sagte, meine Vergangenheit und mein wildes Wesen würden nur dazu führen, dass die Leute, die ich liebe, Schaden nehmen. Er behauptete, der Tod unserer Brüder und Schwestern wäre meine Schuld. Und dass es noch schlimmer werden würde, wenn ich bliebe. Aha, das ist also der Grund. Jetzt habe ich verstanden. Das hat Kantor Nemos alles zu euch gesagt. Er weiß von euch und der Bruderschaft. Der Kantor singt zu den Göttlichen. Er spricht für Akatosh. Ich musste ihm etwas erzählen. Von mir. Von der Familie. Das ist alles schon einmal geschehen. Ich war eine Gefahr für meinen Wolfsklan. Und jetzt bin ich eine Gefahr für Kor. Für euch und die anderen. Ihr alle seid ohne mich besser dran. Kantor Nemos hat euch getäuscht. Er entsandte den Silbermorgen, um euch zu töten. Nein. Warum sollte der Kantor das tun? Er trug mir auf, in mein altes Leben in der Wildnis zurückzukehren. Er meinte, dort wäre ich sicher, dass niemand sonst mehr verletzt werden würde, wenn ich fortginge. Er hat mir versprochen, dass Akatosh mir den Weg weisen würde. Wir sind eine Familie, Hilde. Wir beschützen einander. Gemeinsam sind wir stärker, oder? Ihr habt uns in den Stich gelassen, als wir euch am dringendsten brauchten. Das war töricht und gefährlich. Nee. Ist das euer Ernst? Ja. Ihr wollt mich immer noch um euch haben, obwohl ich die Familie im Stich gelassen habe? Es tut mir leid, dass ich so viel Ärger verursacht habe. Meine Angst hat es dem Kantor erlaubt, mich zu täuschen. Das wird nicht wieder vorkommen. Kor und ich werden uns darum kümmern. Gemeinsam. Ja, dann lasst uns mal zur Goldküste zurückkehren. Und nun? Kehrt nach Hanwil zurück. Okay, ich laufe denen jetzt mal nach. Die werden wahrscheinlich da durchmarschieren. Bis zu dem... Ja, obwohl... Muss ich glaube nicht warten. Ihr bringt uns zurück, aha. Sieht aus, als hättet ihr eure vermisste Freundin gefunden. Und all ihre Gliedmaßen sind auch noch dran. Seid ihr jetzt bereit, nach Hanwil zurückzukehren? Wir sind bereit, nach Hanwil zurückzukehren. Seid ihr sicher? Müsst ihr sonst nichts mehr erledigen, ehe wir losziehen? Ja, bringt mich zurück nach Hanwil. Ich wüsste nichts, was ja sonst noch ist. Ja, gut, man könnte hier vielleicht... grinden wollen, also diese Silberzausel da abfarmen, aber da steht mir nicht der Sinn danach. Na, den Ladebildschirm, den kürze ich mal ab. So, Ladebildschirm ist rum und dann... Danke, dass Sie so freundliche Worte für Hilde hattet. Ich weiß, dass sie sich zu Herzen genommen hat. Das habt ihr gut gemacht, Initiandin. Ich bin froh, dass ihr jetzt zu uns gehört. Ihr müsst dafür sorgen, dass Hildegard unversehrt in die Freistadt zurückkehrt. Ich weiß, und das werde ich auch. Ich habe nur keine große Lust, Astara zu begegnen.
Sie wird nicht erfreut sein, wenn sie hiervon hört. Ich wünschte, ich wüsste, was Kantor Nemus damit zu erreichen hoffte. Jemand muss ihn mit der Gabel pieksen und ihn für gut durcherklären. Sei's drum. Wir sehen uns daheim. Jo, hab ich... Warte mal, da gibt's noch was zu klären. Jetzt, wo alles vorbei ist, komme ich mir töricht vor, auf den Kantor gehört zu haben. Ich muss ihm vielleicht eines Nachts einen Besuch abstatten und es ihm heimzahlen. Ihr meintet, ihr wärt eine Gefahr für euren Wolfsklan gewesen? Könnt ihr mir davon erzählen? Ich schätze, ihr habt es wohl nie gehört. Ich wuchs ungewöhnlich auf. Meine Eltern waren Nord, doch wir folgten einem anderen Pfad als die meisten unseres Volkes. Wir bewunderten die Wehrbestien. Wir wollten sein wie sie. Wir tranken ihr Blut. Und so seid ihr zu einem Werwolf geworden? Mein Clan bestand aus Jägern. Wir verehrten Hesine. Ein Teil davon war, zum Werwolf zu werden. So war es eben Brauch. Doch ich konnte meine Wolfsgestalt nicht beherrschen. Ich habe jemanden verletzt. Schwer sogar. Danach bin ich davongelaufen. Ihrer Sicherheit wegen. Und dann hat Chor euch gefunden? Nicht sofort. Ich lebte für mich tief im Gebirge. Ich war wild. Unbändig. Dann hat Chor mich gefunden. Er nahm mich bei sich auf und gab mir wieder eine Familie. Ohne ihn wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Wenn ich noch nur diesen verdammten Kantor irgendwie büßen lassen könnte. Ich kümmere mich um den Kantor. Wo finde ich ihn? Das würdet ihr tun? Für mich? Ich danke euch. Kantor Nemus ist für den Akathos-Schrein in der Kapelle von Dibella zuständig. Er verbringt eine Menge Zeit im Arbeitszimmer der Kapelle, wenn er nicht gerade junge Frauen belügt. Lasst ihn leiden, bevor ihr ihn tötet. Ja? Ich kümmere mich um den Kantor. Geht nach Hause, Hildegard. So sieht's aus, als wäre die Sache noch nicht erledigt. Jo, ist mir recht. Ich habe nämlich noch 12 Minuten Videoaufnahme frei. Und würde die schon gerne sinnvoll nutzen. Das dürfte gerade reichen für den Auftrag. Die Waffe wechseln. Das mache ich mit Dolchen. Ja, das dachte ich mir, dass ich da runter muss. Und die wollen da jetzt auch alle rein? Warum? Das macht es jetzt natürlich komplizierter. Aber gut, war ja klar, dass das nicht so einfach geht. Hoppla. Hoppla. So, Schlückchen der Unsichtbarkeit vorbereiten für den Fall der Fälle. Da muss ich Nachschub. Ich habe nur noch 2 davon. Ich lasse euch das lang genug da, dass ihr das durchlesen könnt. Aber ich schätze, hier ist es. Ich versuche es mal vorzulesen. Hier ist es aber zu unruhig. Das wird wahrscheinlich zu meiner Entdeckung führen. Eure Exzellenz Großkantor, ich muss noch einmal fragen, wann ich an die Kathedrale von Quatsch versetzt werde. Der Akathosh gewidmete Schrein hier in der Kapelle von Dibella ist in Ordnung, aber ich muss zugeben, dass ich mich unter all diesen Dibella-Anhängern ein wenig unwohl fühle. Eine der 8 Göttlichen ist so großartig wie alle anderen, natürlich, aber mein Herz und meine Seele sehnen sich danach am großen Palast des Drachengottes Quatsch zu diesen... Wie kommt ihr hier rein? Akathosh, behüte mich! Ja. Gut, dann eben erstmal du. Ich hätte vielleicht... Ich hab's vielleicht in der falschen Reihenfolge gemacht. So, kann ich jetzt vielleicht das zu Ende lesen? So. Zudem gibt es so viele ungläubige Piraten im Anvil, wie die anderen Priester der Göttlichen sie ertragen, geht über meinen Verstand hinaus. Ich weiß, könnte ich die Anstrengungen gegen den Schatten, den wir hassen, unterstützen, würde mir das eine Anstellung an der Kathedrale einbringen. Es gibt da diese kleine Nordfrau, die ich in meinen letzten beiden Briefen erwähnte. Sie hat mir Themen eröffnet, die euer Blut in euren Adern gefrieren ließen, eure Exzellenz. Vielleicht kann ich einen Teil von dem, was sie mir anvertraut, nutzen, um die Schatten zu schwächen und vielleicht sogar Verwirrung unter ihnen zu stiften. Ja, ich werde dafür sorgen, dass ihr beim nächsten Mal, wenn wir uns sprechen, ein Vorgehen nahelege, das sie von ihrem Rudel trennt.
Vielleicht können mir sogar diese Silbermorgen-Fanatiker von Nutzen sein. Ich erwarte die gute Nachricht, dass ihr endlich einen Platz für mich in der Kathedrale gefunden habt. Euer Diener Akathos Kantor Nemus. Und kein Kopfgeld, das ist gut. Ja gut, dann mal ganz kurz meine Diebeskills nutzen. Ab und zu mal Bücher lesen. Schreibtisch, was ist ein Glühstab? Die verzauberte Fackel eines Magierlehrlings. Sie glüht sanft, solange man ihr etwas Magika zuführt. So, gut. Und du, dir möchte ich eigentlich nichts tun. Das sind die... Ja gut, lassen wir das. Der tue ich jetzt nichts. Das ergibt keinen Sinn. Ich könnte ja eine Pause gebrauchen. Jo. Schon recht. Kehrt in die Freistadt zurück. Wie schaut's aus? Ich denke, ich reite so rum. Seid gegrüßt. Ach, ich mach's mir leicht. Ich mach das so. Zack. Und Energie. Dann ab in die Freistadt. Ja, ich hätte wahrscheinlich eigentlich mit der Leidensklinge erledigen sollen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil den Brief vorzulesen, das ja, war wohl eine falsche Entscheidung. Den hätte ich erstmal sein lassen sollen. Schaut lustig aus, aber auch irgendwie affig. Waffenwechsel und es ist wieder alles normal. Tja, dann liefern wir die Quest noch ab und dann hab ich's eigentlich für heute. Sprecht mit, wo ist er denn? Aha, okay. Gut, also da lang, rechts Umi. Nochmal rechts Umi. Oh, ich kann ja sprinten. Ausdauer hat sie eigentlich genug. So, und nun? Soweit ich weiß, haben wir euch für Hildegards sichere Rückkehr zu danken. Werdet ihr mir sagen, was geschehen ist? Oder muss ich Kor foltern, bis er zu singen anfängt? Dunkle Bruderschaft, Humor, hä? Kantor Nemus hat Hildegard hereingelegt und dafür habe ich ihn getötet. Das wird nicht wieder vorkommen. Hoffentlich habt ihr recht. Aber warum scheinen sich die Akathos-Priester gegen uns zu formieren? Erst die Prediger und jetzt das. Versuchen sie unsere jüngsten Rückschläge auszunutzen? Oder geht hier noch etwas anderes vor sich? Wenigstens ist Hildegard jetzt sicher. Ein Fertigkeitspunkt, unidentifizierte Kopfbedeckung von DDs Berührung und eine abgeschlossene Quest. So, das nächste Mal werde ich vielleicht schon Level 50 oder 48 sein, wenn ich die nächste Folge aufnehme. Ja, werden wir sehen. Wenn es geht, werde ich vor Level 50 nochmal eine davon machen. So, Gilde, Dunkle Bruderschaft. Bringt's das? Gewährt euch nach dem Töten eines Betrügers, Bürgers größere Schnelligkeit? Also euer Lauftempo 6 Sekunden lang um 30% erhöht, ja, das ist jetzt nicht gerade der Burner. Das wäre schon besser. Gut, dann lassen wir das. Vielleicht sollte ich das lieber... Was ist mittlere... Nee, da nicht. Lug und Trug? Nee, das lohnt sich auch nicht. Liebesgilde? Nö. Muss jetzt auch nicht sein. Ich denke, ich investiere das in zwei Waffenkampf.
Rüpel gewährt euch 8% zusätzlichen Schaden bei Betäubten. Ja. Eilt jetzt eigentlich nicht, aber ja gut. Moment. Gibt's bestimmt wichtigere Skills. Tödliche Wucht. Verbessert eure normalen Schildstöße. Waffe mit erhöht euren Waffenschaden. Bollwerk. Verringert die Kosten. Ja, das nehme ich jetzt. So. Und an der Stelle sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.